Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play KH358-2. In der letzten Folge haben wir zusammen mit Luxord die Mission im Wunderland beendet, haben immer noch feststellen müssen, dass Shion noch im Koma liegt. Axel hat mal wieder versucht, mehr über Shion herauszufinden, aber Sykes hört das nicht so gerne und meint so, hey yo, ne? Wenn sie in Zukunft, wenn sie sich da besser anstrengt, dann höre ich auf, sie zu beleidigen und so weiter, ne? Sie als kaputt und so zu beschimpfen, und wir sollen währenddessen weiterarbeiten und hier mal diese 4 Missionen machen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dieser hier an, wo wir doch schon mal in dieser dreckigen Welt waren. Ach so, das ist eine, habe ich nicht hingeguckt, Organisationsdingsterbumster-Mission. Ich dachte Herzmission. Mobility zusammen mit Luxord, Organisationsembleme einsammeln, bla bla bla. Bla bla bla, deine eigene Route natürlich, damit du das alles einsammeln kannst. Ja, mal schauen, ob wir das Ganze hinkriegen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir wissen ja, das ist immer so eine Sache. Ab dem ersten Emblem gilt es, Allahu Akbar zu gehen. Kisten gibt es natürlich auch wieder. Da habe ich ja jetzt glücklicherweise wieder meine verbesserten Rucksäcke equipiert, meine erweiterten. Okay, Embleme sehe ich jetzt hier noch nicht. Da muss ich schätzungsweise erstmal klein werden. Am liebsten würde ich erstmal alle Herzlosen penetrieren, beziehungsweise alle... Nee, die Anzeige geht schon los. Alle Kisten einsammeln. Zack, zack. Und mein geiles Schlüsselschwert habe ich natürlich auch wieder. Oh nein! Oh, Roxas, du dämliches Hunde-Scheiße-Dingster-Bumster. Was soll denn das? Habt ihr das gesehen? Da wollte ich jetzt natürlich mir das Emblem holen. Aber Roxas hat einfach automatisch jemanden anvisiert, was lustig ist. Weil es gibt ja... den Slot automatisches Anvisieren kann man sich ja kaufen, aber im Grunde macht er es ja schon automatisch. Gott, die geht mir auf den Sack. Dieses Fledermaus-ähnliche Herzlosenvieh. Moment, hast du? Ich dachte schon, du hast eine Feuerresistenz. Sah gerade so aus. Ja, Schaden ist jetzt natürlich wieder geringer. Aber es geht. Es geht. Muss ich dich penetrieren? Soll ich dich? Darf ich dich? Ich werde definitiv schauen, dass ich mal dann dieses andere herzlosen Schlüsselschwert da Dingsterbumster kriegen kann. Herzlosen Schlüsselschwert? Ja, das Schlüsselschwert halt. Dieses Crisis-Ding da. Das klingt ganz cool und sah auch vom Aufbau ganz cool aus. Also vom Slot-Aufbau. Ja, da komme ich nicht ran. Das hier ist auch Zeitverschwendung, Mann. Der bringt nichts. Der kann nichts, der bringt nichts. Reine Zeitverschwendung. Also weiter im Text. Hier. Da. Zwei von fünf Kisten. Okay, links und rechts wahrscheinlich. Ja, okay, kriegen wir. Warte, auf der anderen Seite jetzt noch eins. Ja. Gut, dass nicht zwei in der Luft waren, das wäre ziemlich behindert gekommen. Zack. Kämpf mal schön, lenk sie ab, finde ich gut. Ich laufe dann mal weiter. Okay. Ah, da ist die Combo wieder vorbei. Zack. So viel. Hallo? Dankeschön. Ja, hör auf, Roxas, hör auf. Jetzt geht's los hier. Jump-Run-Einlagen. Erstmal das da. Oh, schnell, der Ring wird kleiner. So, Kiste hole ich mir später. So, jetzt da hoch. Glücklicherweise ist da eines. Oh, hat es noch gezählt? Ich glaube nicht. Komm ich da hoch? Ja. Nein, Mann, ja, oh, ich bin ein Herzloser. Oh. Mann, was für ein Zufall, dass ich genau da bin, wo du hin musst, Mensch. Dass ich dir jetzt auch so penetrant folge, ne? Das ist alles nur Zufall. Oh Gott, und dann noch mit dem Leck zusammen. Ich versuche mir wirklich hier die beste Mühe auf Erden zu machen, zu geben. Zu machen, genau. Aber sieht schlecht aus. Ich
Bin leider nicht in der Combo drin. So. Zack. Jetzt waren da hinten natürlich noch welche. Irgendwie. Hier ist auch irgendwie so viel zu viel auf so engem Raum. Da kommt die Kamera auch nicht so mit klar. Ja, da wäre noch eins gewesen. Diese dämliche Ladezeit hat mich jetzt beim Springen gehindert. Okay. Von mir aus. Dann gibt's jetzt erstmal wieder aufs Maul, würde ich sagen. Wieso war mir das klar? Zack. Zack. Ja, ist es nun deine Immunität oder nicht? Ich weiß nicht. Die porten sich immer so schnell. Da geht immer die Hälfte daneben, Mann. Nee, gut. So, dann war ja hier oben noch irgendwie so eine Kiste. Die hätte ich ganz gerne. Nee, hier nicht. Aber egal. Herzloser. Sollte ich jetzt eigentlich nicht einsetzen. Flieg den nicht hinterher, das kannst du vergessen. So. Ah, klar, Kopf gestoßen. Ja, dann war das hier links oder was? Ja, da drüben. Nein. So. Okay, jetzt war hier natürlich noch irgendwo ein Raum. Ich weiß es nicht mehr so ganz wo genau. Die hier, die schleudern mich alle zurück zum Anfang. Kann es sein, dass es hier war? Nee, oder? Dieser Raum da mit dem Kaffeekränzchen da. Ja, das war der falsche. Hier ist natürlich noch eines, da bin ich aber im letzten Mal nicht rangekommen und werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft nicht, weil da zu viele Herzlose sind. Also, fuck it. Ja, links und rechts sind keine Wachen mehr da, aber es ist trotzdem verbarrikadiert. Ja, hier wieder rein. Logisch, logisch, logisch. Hier? Schätzungsweise, oder? Ja, ja, ja. Okay, let's go. Zack. Hier drüben. Da. Da oben ist wieder eine Kiste, an die ich nicht rankommen werde. Und das war's tatsächlich. Gut. Ja, ist klar, dass ich das nicht schaffe. Da muss man schon ordentlich eine ordentliche Combo hinlegen. Naja, ich hab's versucht. Vielleicht versuche ich es in Zukunft nicht mehr bei den Missionen. Kommen ja glücklicherweise nicht so oft. Ich glaube einmal pro Welt. Und das reicht auch definitiv. Dann lass mal zurückgehen. Mal schauen, ob wir noch irgendwelche Herzlosen mitnehmen können. Ja. Die da beispielsweise. Ja, ich hasse dieses Vieh. Aua. So. Jetzt hier noch welche. Moment, nein, 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 nein. Ja, da bin ich jetzt falsch gelaufen. Sich hin. Hier im nächsten Raum müssten noch zwei, drei sein. Die waren ja vorhin schon da. Also ja, abgesehen von dem Schattenleuchten natürlich. Ja, die da. Freeze! Freeze! Und du da noch? Jetzt getroffen, ne, oder?
Mann, ich will doch nur einen Äther einsammeln. Nein! Ja, wieso stehst du denn doch immer bei HI-Portion? So. Überspringst du immer meine HI-Portion, Rocky. Und... tot. Nein, natürlich nicht. Ich muss mich nochmal porten. So. Ach ja, ich muss ja... Moment, kann ich das jetzt überhaupt nehmen? Ja, natürlich kann ich das nicht nehmen. Wo kommt denn die Kiste her? Die stand doch beim Fohlen nicht da, oder? Stirb, Schattenleuch! Die dämlichen Mistkäfer der herzlosen Gesellschaft. Okay. Oder wenn man jetzt hier so guckt... Nee, da ist keine Kiste. Ja gut, jetzt habe ich sie auch reingesammelt, aber... die war ja, vorher halt auch nicht da. Okay, das war's dann mit dieser Mission. Ganz okay. Traurig natürlich, dass wir das nicht geschafft haben, aber war ja abzusehen. Das Spiel selber sagt ja auch, man muss sich eine krasse Route bauen und so. Und naja. Was soll's, was soll's. Lachi, 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 essi, 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 schmatzi, schmatzi, schmatzi. Und wir erhalten eine Menge Rezepte zum Heilen. Ich weiß auch nicht, wie das Ganze funktioniert. Reicht nicht irgendwie Aktionen, Reaktion? Reicht nicht irgendwie ein Rezept? Warum brauche ich da so viele? Kriege ich da Rabatte oder sowas für? Wir müssen demnächst schätzungsweise auch mal wieder ins Tagebuch reinschauen. Nicht, dass ich dazu Lust hätte. Aber okay. Ich lasse das Schlüsselschwert natürlich drin, wobei ich in erster Linie gerade eh nur Zauber. Das muss man ganz ehrlich sagen, der Schaden, der ist mittlerweile wirklich nicht mehr so geil. Weil die Herzlosen einfach zu krass sind. Zu viel Leben haben, zu viel aushalten. Wie sieht's denn aus? Das kostet mich Punkte. Nein, ich schmiede mir lieber was. Das ist definitiv besser. Wobei, ich muss mir ja trotzdem... kann ich nicht auch Äther schmieden? Nee. Aber ich könnte mal wieder was verkaufen. Ich habe doch bestimmt hier von irgendwas extrem viel. Diamant, bla bla bla. Hier beispielsweise Mondsteine. Mach mal 10 weg. Hier kannst du auch mal 9 wegmachen. Zwei. Drei. Fünf. Hier 13, zack. Habe ich auch so viel von. Ja, passt schon. Schmieden. Äther. A8. Das frisst aber. So langsam brauche ich, glaube ich, eine andere Strategie. So. Dann schön Equipieren. Ja, ich denke, ich werde jetzt mal ein anderes versuchen. Also das hier mache ich weg. Und schau mal, was haben wir denn hier so? Phantom, boost your magic. Boost your magic. Ja gut, das sind die ganzen Magiesachen hier. Dann ist das wahrscheinlich das Beste. Wild Gear, Attack Through, krasse Reichweite. Wailer, transforms, higher, hohe Angriffskraft. Viel hoher an. Ja, Moment, das hatte ich doch beim letzten Mal schon, oder? Wichtig ist halt, wie gesagt, auch, dass sie viele Slots haben. Technik. Schneller, längere Bodenkombos. Ja, dann lass mal das hier reinmachen und schauen, wie das so ist. Oder? Heavy Damage. Schwerer Schaden. Klingt auch gut. Machen wir das.
und hau noch ein bisschen Angriffskraft rein. So. Können wir hier noch irgendwas reinwerfen? Ja, ich meine, ich kann hier einzelne Heilungen reinmachen. Stört ja nicht. Von daher so. Wie sieht's aus? Ja, das sieht nach einem ordentlichen Niemand-Schlüsselschwert aus. Mal schauen. Hallo, let's take care of the business weekend. Ja, lass uns um die Arbeit kümmern, damit wir später spaßiges Zeugs machen können. Shion immer noch am Schlafen, ja, ja, ja. Hallo? Hier, sieht's aus, als hättest du es geschafft. Hier ist dein Preis. Stimmt, ich habe da was geschmiedet und gar nicht nachgeguckt, ob es jetzt das Richtige war. Und das hat sich definitiv nicht gelohnt. Da klingt das Handy-Mensch. Wie passend. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's für heute mit Let's Play KH358-2. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um, lass mal sehen, ja, das hier, um eine Boss-Mission. Ja. Bis zum nächsten Mal. See ya.